anders als die anderen. Ja, dem Namen machen wir jetzt wieder alle Ehre. Wir haben ja angekündigt, eine Aachen-Trilogie. Drei Lieder in dieser Beatritze heute, die aus Aachen kommen und mit Aachen zu tun haben. Und jetzt gibt es ein Fußballlied. Bis jetzt hatten wir zwei Hip-Hop-Gangster-Lieder aus Aachen und jetzt kommt ein Fußballlied über die Alemannia. Dazu muss ich noch ein bisschen ausholen, eine kleine Geschichte erzählen. Erstens mal bin ich an diesen Mann gekommen, der das hier macht, weil er Schornsteinfeger ist und ich wollte mit ihm ein Telefoninterview machen in der Sendung am Freitag, den 13. ja, in diesem Monat. Das ist ja, passt am Freitag, den 13. Schornsteinfeger. 13. Juli, genau, Schornsteinfeger, weil wir wollten dann am Telefon klären in diesem Interview, dass das alles Bullshit ist mit diesem Aberglauben. Tja, aber dumm gelaufen für ihn. In der Sendung war er nicht zu erreichen und ich habe schon gedacht, was ist denn da los? Dann hat er mich nachher zurückgerufen. Auf dem Weg zur Arbeit hat er einen Autounfall gehabt am Freitag, dem 13. Ihm ist eine Frau hinten reingefahren. Dem Schornsteinfeger. Eben, also es hat sich jetzt niemand verletzt, aber ich würde sagen, die Begegnung mit dem Schornsteinfeger hat der Frau kein Glück gebracht an dem Tag. Aber dann kam er so ins Gespräch und der macht auch ein bisschen Musik und er hat 1999 zum Aufstieg der Alemannia in die zweite Bundesliga ein Lied geschrieben, weil er auch mit seiner Band so nebenbei Musik macht. Und ich finde, das hat das Zeug zur Hymne am Tivoli. Weil das kann man mitgrölen. Wenn das mal richtig fett produziert ist und so, dann funktioniert das. Und das ist deswegen jetzt der letzte Teil in unserer Aachen-Trilogie. Hier ist Alemannia, wir sind wieder da. König Fußball hat deinen Namen, Alemannia. Und wir werden deutscher Meister sein.